get no sleep last night, I'm late. But time will tell, yo. Said if you love me, why would you. Mit so Michael Jersen, Jordan? I don't know myself, yo. That one there is a work of art, but cannot fit on the show. Was geht, Freunde? Willkommen wieder zurück zu einer neuen Reaction. Heute reagieren wir auf die neueste Rap-Lorie-Folge. Bin sehr, sehr gespannt, was der Lachs kann. Check gerne Rap-Lorie ab, Freunde. Lasst mir gerne einen Kommentar, aber da kommt gerne mal gerne in die Streams, Freunde. Küss eure Herzen. Wir gehen rein, Rap-Lorie. Bin sehr gespannt. Das epische Intro darf nicht fehlen. Ach so, ganz kurz, Chat, nicht wundern, wenn ich so nach unten gucke, weil hier ist mein Chat. Also ich habe meinen Chat auf dem Handy, deswegen, damit du Bescheid wisst. Let's go. Let's go. Folge 4. Alle guten Dinge sind drei. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch geht's gut. Willkommen zu Tag 4 in Marokko. Wie geht's euch? Alles gut? Macht mal Lärm. Okay, okay. Ich sag euch mal so, einige von euch sind schon ein bisschen schick gemacht. Einige müssen sich gleich noch schick machen, weil heute ist die Challenge, einen Club-Song zu machen, okay? Einen Club-Song müssen die machen? Hart. Dazu müsst ihr selber entscheiden, mit wem ihr ins Team geht. Wir werden 4 Teams bilden. Okay. A 3 Personen. Okay. Okay? Das ist jetzt eure Freiheit. Sucht eure Partner aus. 4 Dreierteams. Okay, was ich gut finde, Chat, die müssen jetzt alle einen Song machen. Das ist gut. Nicht mit dieser, der macht und der nicht. Und ihr tritt dann mit eurem Clubsong gegen die rivalisierenden Teams an. Ja? Es gibt 2 Gewinnerteams und 2 Verliererteams. Gebt Gas. Ich hoffe, die Challenge ist allen klar. Habt Spaß. Das ist das Wichtigste. Darum sind wir hier. Und ansonsten würde ich sagen, gut's gelingen. Let's go. Gruppe 1. Berkay. Berkay, Nuhat und Breel kann was werden. Vor allem Nuhat und Breel, weil die ja beide auch so eine gute, so eine Gesangsstimme haben. Nuhat, Breel. Einmal. Red. Ey, Bruder. So. Kennt ihr diese anstrengende bei Besuch? Ihr wisst nicht, ob ihr 2-mal oder 3-mal küssen müsst am Kopf. Manchmal. Für die Kamera. Wir haben uns erstmal angefangen zu küssen. Und danach haben wir uns dazu entschlossen, dass wir ein Feature machen. Ja, Mann. Ja, Mann, dann hatten wir auch direkt die Hook eigentlich so. Und dann ging es nur noch darum, ey, wie machen wir das geil mit den Parts? Wie machen wir das so, dass jeder auf jeden Fall scheinen kann? Mir fehlt halt einfach noch das gewisse Etwas. Nur halt das Problem ist halt auch, oder man muss auch dazu sagen, wir nehmen hier einfach auf und da Krisenbedingungen. Ja, Mann, die Bedingungen sind sehr, das ist mal schön, ja, ich glaube, für die Zeit, die wir hatten und für das, was wir an Möglichkeiten hatten wir, haben wir das Beste rausgeholt. Wer gibt die Scheiße drin, bei denen schon fach die Scheine drin. Mama verzweigen macht dann, wenn die anderen dich nicht verstehen, deshalb bleib ich drin. Ich habe Bär in meinem Körper, Bär in meinem Becher, Baby, du bist mein Tag. Ich glaube, die erste. Okay, das jetzt so, Chat, ihr müsst ja Ding einfach Amiga. Was ist Amiga? Bin stumm, was ist Amiga? Das Topline von der Hook ist straight gekommen, ne? Also, ja, ja. Straight. Also, das Gute ist. Zum Glück, weil jeder, der mich kennt oder mit mir gearbeitet hat, weiß, normalerweise stehe ich einfach vor Mike und mache mein Ding. Ich würde sagen, dass der Song vielleicht nicht die krasseste Message hat, so sage ich ehrlich. Ich bin mal gespannt, wie der Song wird, weil die sind eigentlich, also an sich kann die Kombi vielleicht was. Also so underrated Kombi, sag ich auf den. Vor allem Nuhat, Bruder, habe ich ja eh gesagt, ist underrated für mich. Das Ding muss halt im Club knallen. Ja, das ist halt die Frage, ob sowas in einem Club gespielt werden würde. Checkt ihr, was ich meine? Chat, danach müsst ihr jetzt bewerten. Ein Club-Song, ne? Der Song besteht eigentlich nur so aus Fun, so. Es geht um Vibes. Es geht um Vibes, Digga. Unser Leben, so Street. Gute Laune, so. Street. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, auf jeden Fall danke an meine Brüder, dass sie auf mich zugekommen sind. Normal, Bruder. So, und alles fertig hatten. Ich musste nur meinen Part machen und hab direkt Bock gehabt. Direkt. So, die ersten Kandidaten dürfen gerne einmal reinkommen. Ach, es geht direkt los auf die Fresse, geil. Wir sind soweit. Die Challenge, zeig mir deinen Clubsong. Alle guten Dinge sind 3. Bitteschön, erste Gruppe, Nuhat, Berkay und Breel. Einmal rein. Ja, let's go. Okay, Chat, wir bewerten danach, ob es ein Clubsong ist.
Guck, wo ich herkomm, sind viele auf Jacks nass, wenn es normal wär. Du lügst in deinen Texten, willst kämpfen nach einer Faust, ich schon dein Tante. Kein Mitleid, wenn du umfällst, links, rechts, damit du uns kennst. Onkel hat Streit mit Cousin, normaler Sonntag kann sein, dass ein Schuss fällt. Wo geht die Reise hin, wer den Menschen uns macht und die Scheine blind? Mama sagt, schweigen macht Sinn, denn die anderen dich nicht verstehen, deshalb bleib ich still. Kein Job, keine Frau, Drogen für Geld eingetauscht. 100 Kurde, ich war deine Maus, treten die Türe ein, hol uns die Scheine raus. Wieder meinen Becher. Weed in meinem Glas, ihr macht auch Verbrecher, aber wir waren wirklich da, da wo die Krisen einen Ende. Ich weiß nicht, ob es an meinen Kopfhörern liegt, Chat. Ich fand jetzt gerade den Gesangspart nicht so komisch gemischt, checkt ihr? Ich weiß nicht, ob es an meinem Ding liegt, ob es an meinem Ding. Aber es ist auch für mich jetzt kein Song, wo ich jetzt sagen würde, der würde im Club laufen, weißt du? Aber ich muss auch sagen, das hat so ein bisschen, ne? Also von der Sound. Ich weiß nicht, ob es auch an meinen Kopfhörern liegt. Ich habe jetzt nicht mein Headset an, Chat. Also ich finde aber jetzt nicht, dass es ein schlechter Song ist. Ich fand jetzt nur sein Rap-Part gut. Der Gesang, der hat mich ein bisschen abgefuckt. So, das war ein bisschen kratzig im Ohr. Aber bis jetzt ganz solide. Aber halt für Club jetzt sag ich nichts. Wurden wir zu Stars, ich sehe die Tränen meiner Eltern, aber keiner will sie. Ja! Ich habe Bale in meinem Cup, Bale in meinem Becher, Baby, du bist meine Tat. All deine Probleme, die vergisst du heute Nacht. Babe, du bist so freaky, bitte zeig mir, was du kannst. Oh, ich habe Bale in meinem Cup. Die Sonne geht auf, 1-1-0 von meinem Ausgang. Sie stürmen rein, aber bin schon weg, immer auf Distanz. Mein ganzes Geld in der Birkenberg, gar nix auf Bank. Mein Blick hängt tief am Zip, die Ho denkt, das mein Schwanz. RLR Connect, Marrakesch ohne Passaport. 09 im Paper, bei Minimum 10 im. Also der Rapper, da hat Berkay, also Berkay ging da schon ab bei dem Rapper, muss ich sagen. Also bei dem Rapper ging Berkay gut ab. Brill fand ich, hat auch noch eine gute Stimme gehabt. Aber jetzt dieser Gesangpart von Berkay, ich heiß bisschen rein, brüderlich, von meiner Seite aus. Pantolon. Mein Cousin hält Stellung am Block. In der Club wie 50, Dilliman tanzt auf Reggaeton. Weed in meinem Becher, weed in meinem Glas. Ihr macht auch Verbrecher, aber wir waren wirklich da, da wo die Krisen einen Ende. Wurden wir zu Stars, ich sehe die Tränen meiner Eltern, aber keiner will sie, ja. Ich habe Bale in meinem Cup, Bale in meinem Becher, Baby, du bist meine Tat. All deine Probleme, die. Oder ich finde Bre seine Stimme zu krass, ja. Ich finde Bre seine Stimme ist zu krass. Was sagt ihr? Ich finde Bre seine Stimme zu krass. Bist du heute Nacht? Babe, du bist so freaky, bitte zeig mir, was du kannst. Oh, oh, oh. Ich habe Bale in meinem Cup, Bale in meinem Becher, Baby, du bist meine Tat. All deine Probleme, die vergisst du heute Nacht. Babe, du bist so freaky, bitte zeig mir, was du kannst. Oh, oh, oh. Ich habe Bale in meinem Cup. Ey, Chat, ich finde an sich, Brele ist so einer, der könnte immer so richtig gute Hooks liefern. Checkt ihr, was ich meine? Ich kann dazu einfach nur sagen, also der Song war krass, so an sich. Ich finde, Deutsche Don Tolle war es schon wieder übertrieben, Bruder. Sag Deutsche Don Tolle mal, Bruder, atme mal ein bisschen. Das nur hat, du hast den Song irgendwie ein bisschen verfehlt, diese Club-Richtung, weißt du, was ich meine? Also es hat gepasst, der Text hat gepasst, alles hat gepasst, aber diese Club-Challenge hast du da ein bisschen verfehlt, mein Bruder. Ja. Bre, du hast es am Ende ein bisschen rausgeholt, so mit der Hook, diese, ja. Das ist Bruder, sicher. Bruder, Tam genauso, Bruder, OG spittet. OG spittet. Auch nach Club angehört hat. Und im Gesamtpaket hat sich's rund angehört. Aber die Challenge war halt Club, wisst ihr, was ich meine? Und da muss man halt schon auch gucken, dass man ein bisschen über Club redet. Ansonsten fand ich schon rund, so sagen wir so. Krass, cool. Respekt, Digga. Auch wie ich meine, Digga, Respekt, Digga. Also ich würde sagen, Tam meine, also ich würde genauso OGs Meinung vertreten. Ich finde auch, der Song ist nice, der Song hat einen Vibe auf jeden Fall, hat er gut übertragen. Ich finde, Brel hat den Song getragen, muss ich ehrlich sagen. Ja, 100%. Ich finde, Berkay, ich fand deine Gesangseinlage, dein diesen kurzen Abschnitt und so, fand ich sehr nice, ja. Sehr dazu gepasst. So. Vom Arrangement des Songs, ich hätte mir noch einen krasseren Drop gewünscht. Weißt du, ich meine, ihr wisst selber, wenn man im Club ist, es ist ein bisschen abkühlen, dann steigt die Spannung steigt so und dann kommt der Drop so und alle gehen ab. So. Das hat mir noch ein bisschen gefehlt, aber ansonsten stark, ja. Respekt. Alle gehen ab, oder alle gehen ab auf Kopf, Walla, auf Ding, auf eine 3 Liter.
Gruppe 2. JU, haben die uns Suat? Okay, JU muss ich sagen, Chat feier ich. Haben die feier ich auch. Suat ist, bin ich jetzt mal gespannt, was er macht, weil er hat ja bis jetzt eh noch nicht so viel gezeigt, ne? Aber was sagt ihr zu dem Songchat 1 bis 10? Jetzt mal unabhängig, ob es ein Clubsong ist oder nicht. JU muss knallen, ich bin sehr gespannt sogar. Ich erwarte sogar was, ne? Ich erwarte sogar dick viel. So, ich würde die nächste Truppe einmal reinbitten. Suat, Hamdi, JU. Bitteschön. Boah, was ist denn das jetzt? Einmal, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen dampfen. Oh nee. Oh Gott, jetzt bin ich gespannt. Ich will nicht mit Vorurteilen, Digga. Nee, jetzt bin ich gespannt. Komm schon, Alter, es ist noch nicht zu spät. Denn mein Bruder bringt die Kilo-Blöcke auf die Afterparty. Ich seh Mini-Röcke, mein Kappa-Kasi. Aus der Siedlungsecke check ich Lieferketten. Mein Block brennt mehr als ein Rastafari. Mein Dry ist erste Sahne. Straight in die Nervenbahnen. 3 Liter Gin, ich bin so ciao, doch ich lauf Kerzen gerade. In meinem Glas misch ich Wodka eh mit deiner Tee. Deine Nacht, also Baby. Also ich muss sagen, JU's Einstieg war sehr krass. Also ich finde, JU's Einstieg war sehr, sehr krass. Das Problem ist, Bruder, die rappen zu sehr. Checkt ihr, was ich meine? Das ist halt an sich, ist das so, also natürlich ist ja Rap, aber es ist mir so zu gerappt. Checkt ihr, was ich meine? So, das ist jetzt kein Ohrwurm, nix. Kein Ohrwurm, so, wie soll ich sagen, Bruder? So, du bist im Club, Bruder, und du bist dann so mit deinen Jungs, und die, aber das ist halt so, keine Ahnung. Es ist schwer zu sagen. Club ist viel mehr Beat und so. Ist ja der Part. Okay, warte, wir hören die Hook. Madame, eigentlich bin ich noch in der Hut gefahren. Ich hab den Gin im Kopf und die Taschen voll Platter, bringe das Gift am Mann, frei, ich schleuder die Placker, Bruder, ich sipp die. Ich weiß nicht. Was sagt ihr, Chat? I don't know, Bro. Nee, ist nicht. Ich sag auch, ist jetzt nicht so ein Ding. Also die Hook, die ist ein bisschen so... Ich check schon, aber ich persönlich fühl's jetzt nicht so. Ganze Nacht lang von Marrakesch bis Amsterdam. In the Club macht der Fuchs Arwena. Wieder Brüche, das Glas einfach runterscheppern. Ich bin Hutverbrecher, das ist Hollywood Drive. Aber heute nicht, Baby, Chris, schau dir your mind. Exzessiver, alles dreht sich. Kachba schickt sich durch den Club. Immer wieder Drink nach Drink. Du siehst die Jungs auf Super Plus. Ah, Latina Tahna bringt mich wieder mal um den Verstand. Ah, Sativa Ganja ab in den Club. Mein letztes Mal. Also haben die krass. Also Chat, brüderlich, haben die letzte Folge schon gut. Ich fand den Part ja auch super. Eigentlich bin ich noch in der Hut gefahren. Ich hab den Gin im Kopf und die Taschen voll Platter. Bringe das Gift am Mann frei. Ich schleuder die Placker, Bruder. Ich sipp die ganze Nacht lang von Marrakesch bis Amsterdam. Ich hab den Gin im Kopf und die Taschen voll Platter. Wie glücklich OG immer ist, Chat. Das geht am Mann frei, schleudert die Placker, Bruder. Ich sipp die ganze Nacht lang von Marrakesch bis Amsterdam. Ich muss sagen, ich fand den Hamdi-Part sehr gut. JU fand ich seinen Einstieg sehr krass. An sich aber kein Rap-Club-Part, also Club-Song-Part meiner Meinung nach so ein bisschen. Suat's Hook fand ich dick nicht geil, brüderlich, aber wirklich genug auf korrekt, wirklich auf korrekt. Aber für mich, ja. Ich fand, Hamdi seinen Part hat sehr viel rausgeholt. Ich muss sagen, Hamdi seinen Part hat sehr viel rausgeholt, für mich. Ich weiß nicht ganz, was es ist. Okay, Chat, 1 bis 10. Ich brauche eine Bewertung von euch, unabhängig, ob es jetzt ein Club-Song ist oder nicht. Soll, weil vielleicht habe ich das Gefühl, ich muss den Song öfter hören. Und ich glaube, das ist ein Indiz dafür, dass er nicht perfekt für den Club gemacht ist. Weil ich glaube, da hat er recht. Wenn du in den Club geht und den Song das erste Mal hört, muss man direkt gecatcht werden von diesem Song. Da hat er aber ja recht, brüderlich. Song. Und irgendwie ist es bei mir nicht passiert. So, ich weiß nicht, woran es lag. Keiner von euch war schwach. Aber irgendwie war es nicht so, es hat mich nicht gecatcht irgendwie. Ich weiß nicht. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde aber, wir dürfen jetzt nicht zu hoch beurteilen, weil wir dürfen nicht vergessen, 12 Stunden hatten die Zeit. Das sind 3 Künstler, die so zusammengewürfelt wurden, oder? Aber dafür sind wir im Finale, Bruder. Ja, klar, das auch stimmt. Er war schon irgendwo krass, aber irgendwo hättet ihr so ein bisschen mehr zusammengearbeitet. Weil ich finde, man hört ein bisschen raus, dass der eine das gemacht hat, der andere hat das gemacht. Du weißt, was ich meine, so ein bisschen? Also im Endeffekt war es schon cool. Man konnte dazu nicken, man konnte den Körper schon bewegen. Ein C hat auch ein bisschen gebreakt da unten. Ja, safe. Und ich muss auch sagen, Hamdi ist wieder auf jeden Fall positiv aufgefallen, so mit deinem Part. Ja, finde ich auch, safe. Aber Bruder, deine Movements sind immer noch
Bruder, das bist ein Eis, sagte er. Aber Bruder, jede Folge nehmen die, haben die auseinander wegen seinen Moves, kann das sein? Muss ein bisschen aus dir rauskommen. Der Arme, er weiß selber nicht, was er falsch gemacht hat, ne? Performance, die muss ein bisschen stimmen. Checkst du? Das war noch so hin und her mit dem Song. Musikalisch top, Performance geht. Nee, musikalisch war auch nicht top, Bro. Man muss euch alle, weiß, man muss euch alle drei auch bewerten. Man muss ja den Song bewerten. So. Und der Song, weiß ich nicht. War nicht so ganz musikalisch. Hat auf jeden Fall, Bruder, wenn ich im Club wäre, hätte ich nicht dazu tanzt, Bruder. Ja, war auch kein Clubsong. Cooper 3. Gio, Ilo und Eamon? Dick geile Kombi, oder? Gio, Ilo, Eamon. Katastrophe, ja? Warum? Bruder, ich weiß nicht, ja. Wir haben irgendwas. Es funktioniert. Das wird hart jetzt. Nicht die Arbeit funktioniert nicht, sondern irgendwas drumherum hat nicht funktioniert. Ich verstehe nicht das. Bye bye, Wodka Juice and. Bye bye, Wodka Juice and White Line. Sie will mit mir feiern, doch ich will nur in ihr Kleid rein. Genauso, genauso. Genauso. Brüderlicher Support. Ich hab den Bruder gesehen, der war ziemlich krank. Und ihn so zu sehen, war ja auch nicht so schön. Boah, Nase zu ist tot für Künstler. Todkrank, ey. Boah, das ist gar nicht gut, Chat, sowas. Der Bruder kann leider, er gibt gerade seine Leistung, die er jetzt hat, ist seine 100%. Aber die ist ja eigentlich noch höher. Aber er kann nicht. Doch, Mann. Jungs, ohne diese Ding, Mann. Bruder, du bist Bruder, krank. Sag dir doch die Wahrheit, ja, okay, Bruder. Okay, aber das ist doch keine Ausrede. Bruder, du liegst da wie ein halbes Hähnchen, Bruder. Ja, okay. Du liegst da wie ein halbes Hähnchen. Ist verrückt. Ich finde den Song Baba. Ich es perform den trotzdem, Bala. Ich finde den Baba, fertig. Ich finde den auch Baba, ja. Oh! Fick dich! Ja. Geh weg von der Kamera! Doch, die Kamera runter! Doch, die Kamera runter! Ja, der hintere Teil. Wir würden lügen, wenn wir sagen, wir sind zu 100% zufrieden, aber wir haben versucht, das Beste draus zu machen. Ja, das stimmt. Und ganz ehrlich, unser Song ist wenigstens zu 100% ein Clubsong, auf dem man auch Rilla feiern kann. Ich wenn ich rausfliege, ich fliege mit Ehre. Ich gehe in diese Flugzeuge, ich gehe mit Ehre. Behindert er, wenn ich rausfliegen. Okay, wir würden gerne die nächsten Künstler reinbitten. Ilo, Gio und Eamon. Der ist schon wieder auf Steine, Bruder. Ja, Ilo ist zu krass. Baby, go, 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 go. Baby, go, go. Let's shake your body, it's time to shine. Keiner steht hier die Show. Ihre Freundin will auch, doch sie sagt nein. Deine Augen auf Zoll, sie will noch ziehen. Sie wackelt mit, da schlägst du eine Leine. Ich hab hier noch Shots, es wird zu viel. Es ist grad acht, wir sind schon high. Wow, wow, wow. Baby, komm mit, shake, shake. Bullo, guck, G, weißt du, die macht Cash. Nimm, komm, mach, schnapp, dick, plus, spiel, pass. Falls du überall, ich komm, pack, kein renn weg. Bist das X im Red, ist im Blue. Rolex am Arm, schickt Chaya Bisu, Kartusch. Schalter voll, Kanak macht Fluss. Sikin ist ready unter Kanada groß. Ich verführe meine Bitch, so wie Charo. Ey, Chat, warte mal, bin ich behindert oder ist das nicht Miami Yassin Sample? Club Mai? Ist das nicht Club Mai Sample oder bin ich dumm? Digga, ich finde der Song kommt zu krass gerade, Bruder. Ich finde der Song kommt sehr krass gerade. Kan, Kiffe, Bum, Bum, Haschala, Marokkan. Baby, tanz auf die Klingen, gib wie Sakrotan. Denn ich bin wortgewandt und arrogant. Mo, Baby, ich klär dich heute auf Stelle. Ilo sieht aus wie so ein perverser Sportlehrer. Nein, wir sind Relle, gib mir Lele. Substanzen in der Blue Bahn, lass uns tanzen. Hau die Flaschen auf den Tisch, ich geh aufs Ganze. Leg eine Line, lass uns allein. Nur du und ich, der zieht die Shot, get down, get high. Baby, gib mir Marmeter. Zu cool, knall ich in die Kamera. Zu Fuß lauf ich durch die Favela. Bullen auf, jagd, dort gegen Pacheta. An sich ist wieder, ich finde, es ist ein super Songchat. Ich finde, es ist ein sehr, also ich finde bis jetzt mein Lieblingssong von den allen. Aber Bruder, es ist wieder für mich kein Clubsong, brüderlich. So, an sich vom Sound her und so finde ich, also ich finde für mich bis jetzt der beste Song. So, die matchen alle so krass zusammen und so. Aber Bruder, es ist wieder kein Clubsong leider. Kamikaze trinkt Whisky pur. Schau ihr zu, wie sie heute tanzt. Belly Dance, sie nennt mich Shakur. Heute Abend scheiß auf dein Mann. Langsam mein Gazeb, weil Champion ist nicht Belashir. Du hast kein Sheriff, nein, keiner hat Respekt vor dir. Gio seine Moves, Chat. Bye, bye, Wodka Juice.
Ich finde schon, Bro. Nee, also Bruder, ich weiß nicht, in welche Clubs ihr geht oder was für Songs ihr so im Club hört, Bruder. Aber stellt euch mal vor, guck mal, ich weiß halt nicht, wer von euch in den Club geht und so. Also ich glaube, es gibt auch viele von euch, die nicht mal in den Club gehen oder so, ne? Ja, es geht mehr in die Richtung Club-Song. Ja, also von den, ich finde allgemein von den Songs, die bis jetzt liefen, ist das so am besten, so der beste Song auch, was jetzt Club-Song angeht. Aber immer noch kein Club-Song. Aber das ist, wie ihr schon sagt, so ein Song, wo man am ehesten zu abgeht, aber trotzdem kein Club-Song. Weil das ist, was ich meine. Das ist ja, also ich kenne jetzt keinen Club, in dem der Song, also der Song zum Beispiel laufen würde. Checkt, ich könnte es mir nicht vorstellen. Ein Clubsong machen heißt auch nicht direkt, dass er da dann laufen würde. Ja, Bruder, aber das ist ja ein Unterschied. Also ich rede jetzt nicht davon, dass der direkt laufen. Also es ist einfach, Bruder, ich stelle mich gerade vor, wie ich an einem Tisch bin, Bruder, und im Club bin. Und das ist kein Song, den ich mir da vorstelle. Checkst du? In ihr Kleid rein. Ich verführe meine Bitch so wie Shah Rukh Khan. Kiffe bum bum, Haschala Marokkan. Baby, tanzt auf die Gegend, gib ihr Sakrotan. Denn ich bin wortgewandt und arrogant. Mom, Baby, ich klär dich heute auf Schnelle. Wir sind dicht, nein, wir sind Relle. Gib mir Lel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 
Salvador, Dubai, Miami, Lagos und Guantanamo. Lima wird an den Namen. Der Arme, warte, Under Armour muss ihn einfach sponsern. Er schreibt Under Armour in den Lyrics. Ich sag's ihm. Warum Under Armour? Ich muss immer Under Armour in den Allan, Bruder, Wallah. Einmal bist du mich sponsern. Wallah. Ey, lass Under Armour nehmen, stark. Under Armour? Ja. Ich muss Under Armour nehmen. In jedem Text muss ich einmal Under Armour nehmen, damit ich mich verraten mag. Der ist zu geil. Ich will mit dir zusammenarbeiten. Ja, ja. Ich sag euch ehrlich, das waren die besten 50 Euro, die mein Cousin mir bezahlt haben, dass ich bei Rap Lavi beworben habe, Wallah. Männlich. Baile, copii de pa Motorola Jovena. Steine ins Bett, Mix unter der Sonne, vier Varianten. Alicante, Kaliber radikal, Motherfucker, Bringer, Mann und Trafikante. Hasch schwarz wie Fatih, macht dir zu Youngster wie Fatih. Haschra Vitamin, doch es fick nicht dein Anfall, es macht Gaddafi, Gaddafi, Klatsch, Kawasaki, Haaland und Kota in Nordafrika. Salvador, Dubai, Miami, Lagos und Guantanamo. Klima, wir tanzen. Fertig, für mich ist das brüderlich, das, was dem Clubsong am nächsten kommt bis jetzt. Fertig, das meine ich, Bruder. Guck mal, diese Bruder, zu, das, Bruder, Baba. Das ist, Bruder, wow, sehr geil. Die Sonne geht unter, der Himmel wird so lila. Alles ist aus meiner Partnung, Trainings, Papa, Pacanda, Ramon. Alles ist aus meiner Partnung, Trainings, Papa, Pacanda, Ramon. Mon chéri Chiquita, pour mon train Bijimila, im Trikot Sammy Kedira. Haaland, Champions League Spieler, GFK Food, Konat, T-Max Motorrad, bleibe immer Ghetto, so wie Gangster Gomorrah. PSG, 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 Dembele und PNL, 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 Bene, Bene, Salvador. Ja, fertig. Also brüderlich, für mich ist das der Song, der so am nächsten Club laufen würde, brüderlich. Und Haaland, Bruder, er hat gut rasiert. Dubai, Miami, Lagos und Guantanamo, Klima, wir tanzen, Abba. Sehr hart. So, Haaland, Kauta, Amo, ihr habt das super gemacht. Die Struktur des Songs, davon bin ich begeistert. Kauta, ich hätte nicht gedacht, dass du in die Gruppe von den beiden so reinpasst. Amo mit der Pre-Hook, dann du mit der Hook und Haaland direkt mit dem Ende der Hook. Ja, ein sehr cooler Song, passt perfekt zu Marokko. Ich habe ihn richtig gefühlt. Das ist so, wenn ich nur persönlich nach meinem Geschmack gehe, ist das genauso meine Musik, die mich am meisten anspricht. Ich bin sehr stolz auf euch. Ihr habt das sehr gut gemacht. Sehr gut. Ich feiere den Song tot. Ich feiere den Song übertrieben, also auch für Clubsong und so. Boah, ich bin hin und her gerissen, ne, die ganze Zeit, weil ich finde, dass ihr alle für euer Ding so, jeder Einzelne hat komplett abgerissen. So. Haaland, du hast wieder überzeugt mit deinen Melodien, aber auch mit deinen Bars und so, mit deiner Reimtechnik. Kein Tiki-Taka-Elastico. Und so, wirklich stark. Kauter, jedes Mal, wenn du reinkommst, ich krieg gute Laune und Gänsehaut, so, was soll ich sagen? Amo, Bruder, deine Stimme in der Pre-Hook brachial, wirklich, deine Stimme passt sehr krass in den Song. Der Song an sich ist auch sehr geil. Ich tue mich nur schwer damit zu denken, so, okay, ist das jetzt ein Club-Song? Ich finde das ein Club-Song, 100% aber, ja, brüderlich. 100%. Also für mich ist der Song eine 8, Bruder. Also Kauta, Bruder, ihre Hook, tschüss. Das ist ein... Also wirklich, Hut ab. Wow. Beach Bar Club Song. Dankeschön, Bruder. Irgendwie sowas, weißt du, was ich meine? Zählt auch darunter, Cousin. Ja. Ich würde da also drauf im Club abgehen, Digga. Der Song ist wirklich geil. Der Song ist ich würde da drauf im Club abgehen, sagt Sammy, Bruder. Deine Hüfte ist kurz vorm Ende, mein Bruder. Du bist Opa. Nein, Spaß. Ja, so. Ja, aber trotzdem, ich bin hin und her gerissen. Ich bin genauso wie ihr. Ich sag euch ganz ehrlich so... Aber irgendwo denke ich auch, Kauta hat es ein bisschen rausgerissen, so bei euch. So, wenn ihr zwei und eine andere Person vielleicht
intim wäre, dann wäre das vielleicht in eine andere Richtung geschlittert. Es war schon ein perfektes Zusammenspiel. So ja, ja, das Ding ist, es war cool. Okay, danke schön. Ja. Danke für euren Auftritt. Habibi Sammy, die Entscheidung, Chat. Oh. Die Entscheidung. Okay, Chat, welche Gruppe sagt ihr, müsste rausfliegen, theoretisch? Ich sag die Gruppe Nuhat, Breel und Berkay. Ich sag Nuhat, Breel und Berkay, glaube ich. Also Jungs, ich sag euch ehrlich, jetzt wo wir alle vier Songs gehört haben, für mich ist die Entscheidung, ich würde sogar sagen, ziemlich klar. Ja, für mich auch. Bei mir führt die Gruppe Amen, alleine wegen der Performance und wegen dem Background so die ganze Sache an. Ich habe Angst gehabt, ich habe gedacht, heute ist der Tag, der wird nach Hause fliegen. Mhm. So. Aber Bruder, dann so dieser Switch, dieses Schalter umdrücken und er ist einfach da, er performt einfach erst. Das ist Profi, Bruder. Das ist Profi-Level. Aber ich denke, anhand dieser zwei Songs merkst du einen klaren Unterschied. Ja, natürlich. Am Ende reden Meinung? Wir um den heißen Brei. Ich glaube, wir sind alle einer Meinung. Ja, natürlich. Nee, aber ich sag euch ehrlich, Jungs, es tut mir ein bisschen weh, so, weil diese... Also ich muss sagen, Gruppe 1. Chat, fliegt eine Gruppe oder zwei raus? Zwei Gruppen fliegen? Ja, denn die ersten beiden, brüderlich. Wenn zwei fliegen, dann die ersten beiden. Hereinspaziert. Also dann ist für mich auch fix die ersten beiden, brüderlich. Ich stelle euch alle schon in den Gruppen auf, die ihr seid. Das ist schon perfekt. Tür zu, Fanta. So. Ein neuer Tag, eine neue Challenge. Und ein neues Ergebnis. Wir haben uns gerade intern besprochen. Und wir werden jetzt zwei Gruppen verkünden, die direkt in die Villa dürfen, die hier bleiben dürfen. Und zwei Gruppen, die einen nicht so schönen Abend haben werden. Sehr schade, weil ich muss sagen, ich fand J.U. sehr geil. Also ich fand, er ist ein guter Rapper, auch Freestyle zum Beispiel, letzte Folge sehr geil. Die erste Gruppe, für die wir uns entschieden haben, ist die Gruppe Hamdi, J.U., Suat. Ja. Ja, brüderlich. Ihr werdet einen nicht so schönen Abend haben. Die nächste Gruppe, die eine Sache gemeinsam hat, ist Ammo, Kauter, Haaland. Die Gemeinsamkeit ist, ihr seid beide heute angetreten, aber das Ergebnis ist ein anderes. Ihr dürft wieder zurück in die Villa. Verständlich. Kauter richtig so, Digga, erleichtert. Um ehrlich zu sein, waren wir uns bei dieser Entscheidung, ich glaube, zum ersten Mal einig. Und deshalb möchte ich... Ich fand aber auch, Chat, ich glaube, ihr seid mir da einig. Die leichteste Entscheidung, oder? An sich war das die leichteste Entscheidung. Ich fand die ersten zwei Teams, das war so offensichtlich, brüderlich. Wir Amen, Gio und... Sammy redet überkreuzt. Wenn es darum ging, dass eine Gruppe ausscheiden würde, dann hätte es heute Suat, Hamdi und J.U. getroffen. Ihr hattet den weitaus besseren Song gehabt als Truppe. Auf euch wird jetzt die Qual der Wahl zukommen. Oh, achso, die sind noch nicht komplett rausgeschaltet. Okay, die Folge geht ja auch noch ein bisschen. Und dafür treffen wir uns draußen. Dankeschön, bis gleich. Boah, jetzt gibt's eklig, Alter. So, die erste Gruppe, der Verlierer, kommt jetzt raus und muss Folgendes tun. Sie müssen einen Namen aufschreiben, wer aus dieser Dreiergruppe uns heute verlässt. Also wir müssen snitchen? Wir müssen snitchen. Ich distanziere mich davon. Die Sache ist, derjenige fliegt nicht raus, sondern er muss in einem Battle antreten. Aber das wissen die Künstler nicht. Was für ein Battle das ist? 1-gegen-1 Songbattle. Songbattle. Ja. Geil, feier. Songbattle, Chat? Geil. Okay. Was, wenn jetzt alle drei ihren eigenen Namen aufschreiben, dann müssen wir aus der Urne ziehen. Und derjenige, der gezogen wird, der muss ins Battle gehen. Ich möchte gern die erste Gruppe bitten. Breel, komm nach vorne. Tschüss, wer schreit.
Jo, Pre. Du bist angetreten? Ja. Mit Murat und Berke. In der Urne liegen drei Zettel. Ich möchte dich jetzt bitten, einen Kandidaten aufzuschreiben. Mach ich nicht. Der uns heute verlässt. Mach ich nicht. Du musst einen Namen aufschreiben, sondern kannst deinen eigenen. Aber männlich, er hat direkt gesagt, mach ich nicht. Aufschreiben. Scheiß Gefühl so. Weil das Ding ist, die Jungs und ich haben sogar so etwas geahnt. Also vor allem nach dem Feedback. Wir haben uns schon irgendwie gedacht, dass so halt scheiße. Aber Dicker, nein, ich weiß, dass die auch ihren Namen aufschreiben werden. Das mache ich nicht. Dann ist es Zufall. Es ist Bruder. Aber nein, ich will ins Letten gehen. Mach doch mal, mach doch deinen Namen. Nuhat, ich möchte dich als nächstes nach vorne holen. Das Leben ist dreckig, Bruder. Hä, wie unnötig deep, so richtig übertrieben. Das Leben ist hart, Bruder. So, man denkt, der wurde gerade festgenommen. Stell dich bitte zur Prä. Berkay! Deine Truppe hat heute leider verloren. Ich möchte dich bitten, einen Namen auf einen Zettel zu packen und in die Urne reinzudrücken. Geht bei Jungs. Die beiden Jungs haben es aufgeteilt. Dir bleiben folgende Optionen. Du kannst einen nominieren oder deinen eigenen Namen draufschreiben. Boah, das wäre jetzt hart, wenn er einen nominiert. Boah. Aber glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand macht. Alle von euch haben ihren eigenen Namen aufgeschrieben. Männlich. Männlich, Chat. Männlich. Feier ich. Sehr stark. Das hätte ich auch nicht anders erwartet. Die Lösung dafür ist, Nuhat, möchtest du dich bitten, nach vorne zu kommen? Ja. Deine Augen zu verbinden und mit geschlossenen Augen einen Namen rauszuziehen. Boah, wie anstrengend. Ich hoffe, ich wähle meinen Namen, ne? Er hofft, Mies, er wählt andere Namen. Spaß. Ist das Dankeschön. Das einer? Ja, Nuhat. Du kannst den Namen vorlesen. Berkay. Ich bin nicht sauer auf Nuhat. Nein, nichts persönlich. Null, null. Normal, der kann auch nichts dafür, brüderlich. Liebe für Nuhat, mein Habibi. Berkay, für dich endet die Reise hier nicht. Allerdings musst du dich auf einen Battle vorbereiten. Die anderen beiden Jungs dürfen zurück in die Villa. Berkay, du bleibst bitte hier. Darf ich für ihn battlen? Nein. Bitte? Nein. Aber ich will. Breel, chill. Aber krass feier ich von Breel. Seien wir mal ehrlich, Mann. Das ist jetzt meine vierte Runde. Ich bin jetzt wieder weitergekommen mit gefühlt nichts. So, aber feier ich, Bruder, dass er das so sieht. Das ist sehr stark. Digga, ich hab schon Bock, so zu zeigen, dass ich eigentlich was kann. Mann, du machst das, ey. Du machst das. Warte, deine drei Zettel, gleich als Erinnerung. Ich bin davon ausgegangen irgendwie, ich hatte ein komisches Gefühl, aber... Ich möchte die nächste Verlierertruppe einmal rausbitten. J.U. J.U. Deine Truppe hat heute verloren. Es geht hier um den Einzug in die Top 10. Du hast jetzt die Option, einen Namen auf den Zettel zu schreiben. Du kannst deinen eigenen wählen oder einen Teamkameraden. Es ist automatisch, dass man daran denkt. Es ist irgendjemand hier in meinem Kopf, der ist verwirrt, Bruder, der macht es. Aber darauf habe ich keinen Einfluss, Bruder. Ich möchte den nächsten Kandidaten nach vorne bitten, Suat. Komm bitte nach vorne. Was ist gedacht? Suat. Auch du warst im Team der Verlierer. J.U. hat seine Entscheidung getroffen. Es geht um den Einzug in die Top 10. Wähle weise, du musst jemanden wählen. Aus deinem Team. Bitteschön, nimm dir einen Zettel raus und schreib einen Namen auf. Ob ich den Gedanken gespielt habe, einen anderen Namen aufzuschreiben? Nein. Männlich. Hamdi.
Ich möchte dich einmal nach vorne bitten. Mensch, was da für ein Klima? Ich check's auch nicht, Bruder. Aber ja, mit Winterjacke, er mit kurzer Hose und Sandalen, hä? Mal treffen wir Entscheidungen in unserem Leben, die wir danach bereuen. Ich find das so geil, wie Sammy redet. Hamdi, du musst jetzt einen Namen picken. Und dieser Name wird entscheiden, wer heute rausfliegt. Das ist immer mit so Pause. Der schlimmste Feind, den man haben kann, ist der, der dir am nächsten ist. Dieb. Es geht hier um den Einzug in die Top 10. Deine zwei Kameraden haben ihre Wahl getroffen. Der Zettel liegt vor dir, bitte schreib einen Namen auf. Suat, ich möchte dich bitten, nach vorne zu kommen. Ihr alle habt eure eigenen Namen aufgeschrieben. Männlich. Darum übergeben wir es dem Zufall. Schließ bitte deine Augen und zieh einen Zettel. Ja, Augen schließen bitte. Du hast dich selber gezogen, Suat. Oh, wie bitter. Suat gegen Berkay. Okay, es sind jetzt zwei Kandidaten, die ich jetzt nicht in meiner Top 5 habe oder in meiner Liste so richtig. Aber bin mal gespannt. Das heißt es, Hamdi, JU, Glückwunsch, ihr dürft zurück in die Villa. Suat Berkay, kommt einmal bitte nach vorne. Verlängerung ist crazy. Eine Sache habt ihr gemeinsam. Ihr müsst ins Battle gegeneinander gehen. Ja, es kann nur ein Gewinner. Berkay underrated, Berkay ist die, ich bin gespannt. Ich drücke euch die Daumen. Es wird ein 1 gegen 1 Song Battle werden. Bereitet euch bitte darauf vor. Dankeschön. Alles flauschig, ich muss immer daran denken, wenn ich das hier sehe. Suat, Berkay, was geht ab, Jungs? Seid ihr nervös? Ja, wir kommen gerade zu euren... Ah, wo ist OG? ...letzten Minuten bei Rap La Rue. Und eigentlich seid ihr zwei Künstler, die man gar nicht miteinander vergleichen will oder auch sollte, aber ihr wart leider gestern beide in den Verlierergruppen von der Club-Song-Challenge. Was sagst du, wer gewinnt, Chat? Ich kann es nicht einschätzen, weil ich beide jetzt nicht so, wo ich sage... Ich habe von beiden nicht so viel gesehen. Suat weiß ich halt, der ist mehr so Gesang, Berkay... Rap? Ich kann es nicht einschätzen, ich sage ehrlich. Und dann wolltet ihr nicht snitchen. Ihr hättet die Chance gehabt, ein Teammitglied quasi rauszusnitchen, aber wolltet ihr nicht. Deswegen entscheidet der Zufall jetzt. Und ihr müsst jetzt euren Song performen. Und der am meisten überzeugt oder mehr überzeugt, der wird weiterkommen und erstmal bleiben. Und derjenige, der nicht so überzeugt... OG hat, glaub, noch gepennt. ...wird heute gehen. Seid ihr ready? Okay, ich will 120% sehen, Leute, ihr wisst, worum es geht. Ich würde sagen, let's go. Okay, let's go. Wer ist Stuart, ne? Okay. Paquetas. Versorge die Kunden mit Paquetas Arbia. Gesichter sind maskiert, erkennst du nicht auf Kamera. Mit der Band organisiert, Chanta voller Paper. Barrettas Calibre, heute frisst du Metall.
Reihe, ich komm später. In der Tasche Welo, hab die 9 mm. Oh ja, wir leben Cinema, aber ohne Drehbuch, bereuen unsere Fehler. Zünd ihn an, noch ein Zug, puste aus, bis ich mich verliere. Noch ein Ella, mach Bada, illegal, hier Fatima. Tausche grün für Violetta, sie kennen uns in Parino. Fatima. Also ich fand den Anfang gerade nicht so, also ich fand den Anfang ein bisschen so schleppend, keine Ahnung, nicht so geil, aber jetzt gerade dieser Part war richtig gut. Fatima. Das Ding ist, Bruder, diese Beats, die sind auch easy zu, wisst ihr, was ich meine? Diese Beats sind easy auf denen, sagen viele. Und das ist ja auch so, vom Vibe und so, viele catch das mehr. Deswegen, das ist so ein bisschen, ich versuche diese Beats immer so ein bisschen anders zu bewerten, weil die halt so, jeder nimmt die und die sind halt auch so free und gehen so nach vorne und, weißt du, was ich meine? Deswegen, ich weiß nicht, aber es ist bis jetzt okay, Füße bit, nick da mehr raus, Activa, T-Shirt voller Maquillage, Trikot Lucas Paqueta, so wie Selisau, Joga Bonito. Übernimm das Steuerreihe, bin kein Co-Pilot. Esu hat die Konnektion bis nach Marak. Halt die Hände zum Gebet, doch mach Haram, komm du Leton. Ja, auch Performance Dead, ja, brüderlich, brüderlich. Zünd ihn an, noch ein Zug, puste aus. Also ich finde den Part geil, Bruder, aber sonst ist der Song jetzt nicht so krass. Nö, nee, also ich fand, der Song war okay, der war jetzt nicht schlecht oder so, der war okay. Ich fand diesen einen Part geil, der Anfang war so ein bisschen schleppend, wie ich schon gesagt habe, aber so dieser Hook und so fand ich geil. Was sagt ihr? Was sagt ihr 1 bis 10, Chat? Performance? Ja gut, Performance auch nochmal was, ja Performance, ja. Okay, 5 sagt der Chat. Ja, so Mittel, sagt der Ding, so Mittelding, okay. Okay, Chat, wir gucken jetzt mal, was Berkay so macht. Schatz, what? Sehr nice. Wir würden gerne einmal Berkay mit seinem Song nach vorne bitten. Oh, baby, Marrakesh Freestyle, ja hoppe. Ja hoppe. Welcome to my life. Hier ist deine Lines. Da wo die Sonne aufgeht, mit Kellebeck oder mit Blei. Ei. Nachbarschaft auf Weiß. Gift you bitte im Park, mein Baby. Welcome to my life. Deine G's sind paranoid bei Übergabe von Bricks. Kopf fix, mein Telefon ringt, weil Manager wollen ein Stück vom Kuchen. What's happening? Hack das Flex mit tausenden Phantom. Der Oberkommissar will mich bremsen, sitzt auf der Rückbank, kann nicht lenken. Shaitan ist wieder am Flüstern, ich drück ab, wenn er was verlangt. Meine Bitch war eigentlich schüchtern, aber ass ab wie ein Akrobat. Ihr Hautton Karamell, nein, du siehst sie nie auf Sonnenbank. BBL Bitches Afrikan. Welcome to my life. Hier ist reine Lines. Da wo die Sonne aufgeht, mit Kellebeck oder mit Blei. Ich finde den Song hart, also ich finde den safe. Also für mich ist der klar besser. So, für mich ist es so eindeutig, checkt ihr? Ich finde, der hat so mehr, also ich finde den einfach, ich finde den Song geil. Was sagt ihr? Also ich finde seine Stimme und so, das war, also ich finde, er hat sich jetzt auch so von mehr Seiten gezeigt für mich. Ich habe ja noch nicht so viel von ihm gehört, so deswegen. Ich finde es geil, Chat, was sagt ihr? Eieieiei, Nachbarschaft auf Weiß. Gift you bitte im Park, mein Baby, welcome to my life. Welcome to my life, hier ist rein und eins. Da wo die Sonne aufgeht, mit Kellebeck oder mit Blei. Eieieiei, Nachbarschaft auf Weiß. Ja, ist halt, also guck mal, ich sag jetzt auch nicht, der Song ist Meisterwerk oder so, aber der Song ist besser als Suat seiner, so, und für mich ist es eindeutig. Suat, Berkay, nochmal Applaus für euch. Erstmal was zu den Songs allgemein. Ich fand beide Songs gut, aber ich kenne euch auch als Künstler und ich weiß ja auch, wie viel ihr drauf habt. Und deswegen muss ich sagen, beide Songs haben mich auch nicht umgehauen, wirklich so. Und einer der Songs war auf jeden Fall der schlechtere, sind wir uns auch schnell einig geworden. Ja, fühl ich. Suat, bei deinem Song
Ich fand, ganz ehrlich, ich habe ja auch deine anderen Songs gehört, so ich weiß, was du drauf hast. Und ich finde, der Song war so, so ein bisschen, komm, ich muss nochmal schnell diese Marseille-Richtung machen, weil das gerade in ist, aber ich glaube... Stark. W an der Bayern-Chat. Real Talk? Krass. Hat der gut gemacht? Hat er wirklich, feier ich gerade, dass er das auch so gesagt hat, brüderlich. Du kannst viel mehr und ich glaube, vielleicht ist das nicht mal wirklich die Richtung, in der du dich selber dich siehst, weißt du, ich meine? Deswegen fand ich den Song nicht so krass. Berkay, es war ein Freestyle, ne? Quasi nicht ein ganzer Song, es hat nur einen Part gehabt, so, ne? Oder meintest du Marrakesch-Freestyle? Er hat auch ein bisschen diesen Charakter gehabt von einem Freestyle-Song irgendwie. Aber der Song hat auf jeden Fall so ein paar Stellen gehabt, so, die mich mitgenommen haben, so storymäßig quasi, weißt du, ich meine? Du hast so ein bisschen Geschichte erzählt durch den Song irgendwie. Jetzt nicht Storytelling im klassischen Sinne, aber irgendwie, irgendwas dabei hat mich gecatcht. War auch nicht komplett umgehauen, muss ich sagen. Also können wir mal aber ganz kurz Hack geben an die Jury, Bruder. Die haben meiner Meinung nach bis jetzt, finde ich, sehr gute, also so voll gute Sachen gesagt. Man merkt so, weißt du? Ich fand auch sehr schade, Berkay, dass der Song nur einen Part hatte. Wir stehen trotzdem hier, weil ihr euer Schicksal abgegeben habt. Sammy ist vor 5 Minuten aufgestanden. Und manchmal ist es gut, seinem Leben einfach dem Schicksal zu überlassen. Aber manchmal muss man einfach die Zügel selber in die Hand nehmen. Darum haben wir uns entschieden. Ja, Berkay muss weiter. Dass wir uns von dir verabschieden, Suat. Ja. Danke, passt, dass du dabei warst. Aber ey, trotzdem. GG's an Suat, Bruder. GG's an Suat, Bruder. GG's an ihn. Trotzdem muss man fair bleiben, Bruder. War jetzt nicht seine stärkste Runde, leider. Ich finde, er hätte so mit seinem Style bleiben müssen und nicht diese Marseille nehmen, so auf Krampf, weißt du? Aber trotzdem GG's, Bruder. Berkay, Glückwunsch. Du darfst wieder zurück in die Villa. Danke, Bro. Tut mir leid, Cousin. GG's, Bruder, GG's. Als ich erfahren habe, dass ich gegen Suat battle, habe ich mir gedacht, okay, ich bin raus. Weil, GG an Reapers. Suat ist crazy, der kann singen, hat eine Engelsstimme, sehr schöne Stimme. Was ich mitnehme von Rap La Rue, ich habe sehr viel Erfahrung gesammelt und was man alles besser machen kann und was man anders machen kann, auf jeden Fall. Für den einen ist es gut ausgegangen, für den anderen halt nicht. Trotzdem, Suat, du hast es in die Top 12 geschafft von Rap La Rue. Ich bin ein ganz großer Fan, privat, von deiner Musik. Und das macht mich sehr traurig auch. Ich bin an dem Punkt angekommen, dass jeder Verlust heute ein großer Verlust für mich selber ist, so, weil ich schon Freundschaften geknüpft habe. Ja? Digga, Sammy meinte sogar zu mir, Chat, der ist wirklich richtig irgendwann spät, also ich habe ihm auch gesagt, er soll mir nichts leaken, aber er hat zu mir so gesagt, er ist richtig so auch emotional geworden irgendwann in Rap La Rue, weil ihn das halt wirklich auch so mitnimmt, weil er wirklich so, das sind für ihn auch so Freunde, weißt du, voll krass. Aber so ist das Turnier, so sind die Regeln. Ja, super, Bruder, es fiel mir auch nicht leicht, das zu sagen, dass du uns heute verlassen musst, weil ich auch Fan von deiner Mucke bin. Ich habe ja auch deine anderen Songs gehört. Auch die Challenge, die morgen kommen wird, Bro, der Song, pff, wirklich geisteskrank. Deswegen schade, dass wir den hier nicht mehr hören werden. Ja, ich kann dir für die Zukunft sagen, Bruder, das ist jetzt erst der Anfang. Ich habe das Gefühl, du musst dich noch ein bisschen ausprobieren, was genau deine Richtung ist, dein Stil ist. Mach das auf jeden Fall, weil wenn du dich findest, wird niemand anders besser sein können als du in dem, was du machst. Verstehst du? Guck mal, Chat, das ist jetzt eine Frage, die muss ich euch jetzt mal so mit zusammenstellen. Guck mal, Bruder, nur ganz kurze Frage, so ganz knackig. Guck mal, es gibt ja so Rap La Rue und Icon und so, und die haben halt beide so diesen Sound, so, checkst du diesen schnell Marseille, Französisch, so diese Sounds und so, weißt du? Aber findest du nicht, es fehlt so ein Rap-Casting-Format, also ein Format wie das so mäßig, also jetzt nicht genau, aber ich finde, es fehlt so ein Format, so was so ein bisschen mehr diesen Sound abdeckt, den wir so hören, checkst du? Ich kann dazu nichts sagen. Aber ich meine halt so diese, du kennst auch diese Musik, die machen. So ein bisschen hast du ja was mitbekommen. Ja, so wenn ich auf TikTok manchmal das vorbei genau. Oder Insta, ja. Ja. Aber findest du nicht, es fehlt so ein bisschen so ein Format so mit der Musik zum Beispiel, die jetzt zum Beispiel so Billy oder du machen und so. Checkst du, was ich meine? So diese, wie kann man diese Musik beschreiben, Chat? Wie kann man diese Musik beschreiben, Bruder? So diese Musik, die wir halt machen, also die nicht wir, nee, Motto, die ihr so macht, so, weißt ja, du? Ja, ja, wir. Dieses, ihr macht ja so ein bisschen mehr so Trap, bisschen mehr so, ja. Moderner Hip-Hop. So Hip-Hop, so, ja, Hip-Hop, so, ja.
Also ich finde, sowas könnte hart kommen. Was sagst du? Ich finde es auch. Also ich finde es immer hart, moderner Pop. Sowieso. Ja, so wenn man halt mehr so in die Richtung geht. Da will noch, glaube ich, so, also ich finde, sowas fehlt so ein bisschen. Aber du hast diese Rapperin-Icon, verfolgst du gar nicht, ne? Also da geht, du bist der Meinung quasi, dass alles so in einer Musikrichtung geht. Ja, ja, genau. Das Ganze. Es fehlt halt, ich finde auch, Bruder, diese Musik ist weniger Mainstream, kann man so sagen, so ein bisschen so. Es ist halt so, wie soll ich sagen, Bruder, so. Okay, doch, zum Beispiel Mulaga zum Beispiel war so, das doch da, die hatten schon Mainstream-Tracks gehabt. Aber ich finde, es fehlt so diese Trap und diese so Hip-Hop auch, also R&B machen die auch, glaube ich, ein bisschen, aber so diese, weißt du, was ihr so macht. Okay, Freunde, ey, lasst ein Video gerne, like, einen Kommentar, ein Abo da, Freunde, würde mich sehr, sehr freuen. Lasst ein Video gerne, immer ein Like, Kommentar, Abo da, ihr wisst Bescheid. Lasst ein Follow auf Instagram da, Freunde, ich hoffe, euch hat Rappler Reaction gefallen. Kommt gerne in die Streams. Slums ab, Freunde, wir sehen uns, haut rein, kommt immer in die Streams. Ciao, Freunde, ciao, ciao.